Ja, der Einspieler, der muss nochmal sein, bevor der ganze Schnee weggeschmolzen ist. Also, ihr habt es gelesen. Wer noch Bock hat, meldet euch. Das war wirklich, auch die, die jetzt beschicken, die Erinnerungsmails gerade raus an alle, meldet euch einfach. Haben genug dazu gesagt, mehr muss ich gar nicht sagen. Infos gibt es per Mail. Einfach eine Mail schreiben, wer da noch was braucht. Kommen wir zur DAX-Analyse für jetzt Donnerstag, den 18.02.2021, damit einen Tag vor Verfall. Am Donnerstag lösen sich meistens die Verfallsbewegungen dann auch und die Zwänge, die dann herrschen. Sieht man sehr oft, dass der Donnerstag nochmal sehr, sehr, sehr zurechtgezogen wird von einem Verfall und dann am Freitag eigentlich schon die Level gar nicht mehr wichtig sind. Gefühlt habe ich immer den Eindruck, dass die Leute sich dann einfach mal am Donnerstag schon aushatchen, die größeren. Und dann ist denen das auch egal, wo am Freitag abgerechnet wird. Hauptsache, die haben nochmal eine schöne günstige Ausgangslage rausgeschlagen, um von dort eben eine Absicherung aufzubauen. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und wenn wir unseren DAX so angucken, auf jeden Fall die Frage, hat er den gefangen halt, ne? Also kriegt er das noch weggeschlagen dort? Wenn wir mal so gucken auf gestern, habe ich mich zu dem Zeitpunkt hier eher positiv noch geäußert zum DAX. Also einfach auch, weil wir noch aus dieser Lage raus sind. Ich habe wahrgenommen, dass ganz, ganz, ganz viele das anders gesehen haben. Ich freue mich für euch, dass ihr bekommen habt, was ihr wolltet. Der DAX hat es ordentlich nach unten geledert, also definitiv. Und wir haben auch den Trigger umgeschlagen bekommen halt, ne? Das heißt, wir haben ja gesagt, innen drinne, erstmal kann er machen, was er will. Wenn er oben eben mal rausschlägt, dann geht es weiter hoch. Für mich trotzdem eher eine positive Lage. Durch Trendbruch, Gesamtmarktumfeld positiv, bla 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 bla, ist für mich eine Grundwahrscheinlichkeit einfach höher nach oben. Das sieht man auch in den letzten Tagen, immer dieses abendliche nach oben ziehen und so weiter. Jetzt kommen die Asiaten wieder ein bisschen stärker zurück nach ihrer Feiertagslaune. Gucken wir mal, wie das jetzt die nächsten Tage ausläuft. Aber für mich ist das jetzt hier noch keine Katastrophe, die passiert ist. Aber ich freue mich trotzdem, dass der ein oder andere da jetzt seine paar Shortpunkte holen konnte. Man hat es ja auch gemerkt, was da für einen Druck emotional aufgebaut wurde, als der hier unter die 13,89 drunter ist. Boah, was sind da an Emotionen bei manchen losgelöst worden, die wahrscheinlich hier tagelang im Short drinne steckten und nur auf den Fingernägeln rumgekaut haben, mit jedem Aufwärtsgap gelitten haben. Da scheinen genau in dem Moment, wo der dann eben diese 89 da unten gelöst hat, scheinen dann doch so ein paar Erleichterungsbrocken losgelöst sein. Da wurde sich sogar bei uns im Chat untereinander ein bisschen angekeilt, mal kurz. Also da hat man einfach gemerkt, da waren die Emotionen mal kurz da. Das ist auch okay, das darf ja sein. Aber man sollte schon versuchen, die grundsätzlich außen vor zu lassen. Euch muss das jeden Tag egal sein. Wer merkt, dass er zu sehr am Markt hängt, also so auch mit Emotionen und dann anfängt so schlecht gelaunt zu werden und so, wenn das nicht kommt, ey wirklich, dann passe auf halt, ne, dass er nicht irgendwie in der Sucht abdriftet. Das ist ein schmaler Grat beim Trading. Aber ihr müsst euch im Griff haben. Und wenn ihr merkt, dass ihr schlecht drauf seid, wenn der Markt steigt und ihr seid gut drauf, wenn er fällt, ey, dann reduziert die Position. Das muss euch egal sein, sonst tradet ihr schlecht. Das ist einfach so. Na, also du kannst nicht auf Dauer profitabel traden, wenn du quasi deine Position heiratest und dann mit jeder Position total verliebt, emotional, mit jeder Kerze, die runterkommt, bist du total glücklich und kommt eine grüne, dann bist du nicht mehr anzusprechen. Also das darf nicht sein halt, ne? Wer das bei sich merkt, Positionsgröße verkleinern hilft sehr. Oder einfach mal ein, zwei Tage keine Position haben, mal glatt stellen. Das hilft einfach auch ein bisschen Distanz zum Markt zu kriegen. Dann ist man wieder neutraler, kann das besser einschätzen. Und das ist wichtig. Das ist was, was man nicht unterschätzen sollte halt, ne? Diese mentale Situation dafür. Wir gucken jetzt mal, was haben wir gesehen. Also wir haben gesehen, der ist drunter. Wir sprechen nicht darüber, was er Intraday gemacht hat. Das war ja absolut das Widerlichste, was er hätte überhaupt machen können. Also dieses hoch, runter, hoch, runter, hoch. Die ganze Zeit, das war ja. Also, ich kann mir vorstellen, für die, die drinnen waren, war das sehr, sehr, sehr nervig gewesen. Als Zuschauer hat einem das Spaß gemacht halt, ne? Man hat auch an den Rändern eigentlich schöne Umkehrsignale gehabt, ne? Wir haben auch immer wieder unten geschrieben, sei das hier beim ersten Umkehrsignal gewesen, ach, schönes Umkehrsignal, unten kann er jetzt bis 14,20 sich vielleicht von dort wieder runterdrehen. Hat genau das gemacht, dann wirklich nochmal runtergedreht, unten bei der 900 wieder so ein Signal gesetzt, wieder ein schönes Umkehrsignal, schön griffig, wo wir auch gesagt haben, kann er jetzt wieder bis 9 50, also da hat es Spaß gemacht, wenn man eine Position länger ausgesessen hat oder größeres Ziel gehabt hat, glaube ich, hat es keinen Spaß gemacht. So, gucken wir jetzt, was wir haben. Haben wir auf jeden Fall den Trigger nach unten umgeschlagen, das heißt, das Fenster zu 8,30 ist offen.
Es ist offen. Genau wie zur 900 offen ist, und das haben wir schon bedient halt, ne? Er hat drunter geschlagen, hat die 900 bedient. Jetzt wäre das Thema 830 bis 800 zu bedienen. Ja? Doppelbodenchance hier. Doppelbodenchance ist was, was man zum Donnerstag sehr ernst nehmen sollte. Ansonsten bin ich nicht so der Freund, dass ich sage, tradet auf Doppelböden. Aber kann zum Donnerstag gut klappen, weil der unten schon recht ausgereizt aus dem Mittwoch über den Dienstag kommt. Da wäre es eher üblich, einmal zum Donnerstag kurz so runterstechen, entweder hier oder da drauf. Und volle Hütte zurück. Ja, also volle Umkehr zurück. Ähnlich wie wir das hier gesehen haben, bloß andersrum. Also die dynamischer auf der grünen Kerzenseite dann. Das heißt, wenn hier grüne Stunden Kerzen kommen, von dem Tief weg oder von dem Tief weg, ich würde einen Long reinlegen. Ich würde es persönlich machen. Was ihr macht, könnt ihr für euch entscheiden. Ich würde es einfach machen, mich dann unter dem Tief absichern und da eben eine Position probieren, weil wir sind ja immer noch im Ausbruch aus dieser großen Flagge. Wir haben immer noch hier so eine schöne strukturierte Aufwärtsbewegung gesehen. Wir haben jetzt hier so ein fast dreiteiliges Korrekturmuster schon weitestgehend zur Seite geschlagen, also ein Flatmuster, wenn man es so will. Ne, das kann schon hier abgeschlossen sein, kann auch hier abschließen. Hält es aber, dann ist hier einfach nur Korrektur zu Ende. Ha, hier. Und dann batzt er wieder nach oben. Und zwar mit Dynamik. Das ist nämlich genau das Gleiche, was wir hier unten immer erzählt haben. Ne? Und dann habt geguckt, was hier für Kerzen kamen. Da kam auch ordentliche Dynamik. Es ist genau das gleiche Grundprinzip, nur dass hier dieses Korrekturmuster abwärts gerichtet war und hier ist es seitwärts gerichtet. Ja? Aber genau das gleiche Grundprinzip, weswegen wir gesagt haben, von hier kann starke Dynamik lösen. Oder eben auch nachdem er hier hochgesetzt hat, haben wir auch gesagt, hier vielleicht nochmal runter und dann Feuer. Ne? Also das gleiche Grundprinzip. Deswegen, das ist halt Charttechnik, ne? Ich gucke, wie reagiert der Markt üblicherweise auf bestimmte Situationen, und das ist eine solche. Und wenn die kommt und die macht genau das, was wir wollen, nutzen wir es halt zu unserem Vorteil. Beschwert sich keiner, wenn man ein bisschen Geld verdient, ne? Eher ist die Beschwerde da, wenn man ohne Stop-Loss tagelang in irgendwelchen Positionen drin sitzt, die sich ins Minus nur entwickeln. Das ist nicht gut fürs Feeling und auch nicht für die Bilanz zum Jahresende dann in der Regel, ne? Also das ruhig abgewöhnen, das muss man lernen, kleine Verluste auch mal zu realisieren. Und auch wenn es nervt. Und nochmal und nochmal und nochmal. Aber nur dadurch kriege ich mein Depot so gehalten, dass ich nachhaltig richtig erfolgreich sein kann. Ne? In dem Moment, wo ich immer noch Risiko aufmache und völlig den Kopf verliere, wenn ich mal irgendwo ein bisschen angegriffen werde, das sofort persönlich nehme, wenn mir ein Stopp wegfliegt, dann hinterher schlage, neue Trades reinwuchte, mehr Einsatz geben, Stopps raus, weg. Dann gebe ich meinem Depot immer die Chance auf null. Und dann kann ich den Spaß, dann kann ich 2 Jahre Glück haben, dann habe ich eine Woche Pech und das ganze Konto im Arsch. Die Regel ist ja eher, dass es innerhalb von 3 Monaten bei den meisten schon klappt, ne? Die meisten hauen sich sogar pro Monat immer mal wieder einmal das Konto komplett in den Ruin rein halt, ne? Und das sind so Sachen, das muss man lernen. Dann sitzt man auch noch in 10 Jahren da und wird mit Trading nicht erfolgreich. Das ist einfach so, ne? Das sind so ein paar Sachen. Und deswegen der anfängliche Rat mit den Emotionen und mit der Positionsgröße ein bisschen zu gucken, das ist wichtig. Beachtet darauf, dass ihr neutral seid. Also, wir haben jetzt drüber gesprochen und wir haben hier unten interessante Chancen, zum Donnerstag nach oben zu ziehen. Natürlich auch auf der Short-Seite, ja. Für diejenigen, die ja eher unten unterwegs sind, drehen wir auf rote Kerzen um. Vielleicht sogar mit einer kleinen positiven Eröffnung. Hier so noch einen kleinen Bogen schlagen. Drehen wir auf rote Stundenkerzen, drücken wir uns hier deutlich nach unten. Haben wir Potenzial nochmal auf 900 und auf 830 runterzugehen? Definitiv. Ja, kann man auch Short nutzen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, habe hier nicht Bock auf Short. Ich habe auch weiterhin nicht Bock auf Short. Habe ich gestern nicht gehabt. Ich ärgere mich auch null drüber, dass ich hier in Short drin gewesen bin. Ich hätte gekotzt. Das hätte mich einfach angepisst halt, ne? Dieses Hin und Her und immer wieder fette grüne Kerzen rein. Das ist für mich Korrektur. Das ist für mich Korrekturmuster. Und dann bin ich nicht unbedingt scharf halt, ne? Dann sage ich mir lieber, okay, 800 Punkte, 600 Punkte, was ist das hier? 500 Punkte, 300 Punkte, 300 Punkte, hier immer plus wieder 30, 40, 50 Punkte auf der Long-Seite rausgeholt, in den kleinen Bewegungen drin. Da kommt man letztendlich auf genau das Gleiche. Und das geht wesentlich einfacher von an, man ist nicht die ganze Zeit im Markt investiert. Aber was ich eigentlich sagen will, ich hätte gar nicht das Problem damit, in dem Moment, wo jetzt hier beispielsweise das hier bricht und der wieder in den Kanal eintaucht, dann hier einfach noch Shorts zu handeln. Ja, dann habe ich halt das hier in dem Sinne nicht auf der Short-Seite mitgehandelt. Und das kann jeder für sich machen, wie der will. Das Ding bewegt sich,
noch die nächsten, weiß nicht wie viel, 100 Jahre halt, ne? Wir müssen nicht immer überall dabei sein und das soll, darf auch kein persönlicher Anspruch von irgendjemand sein, dass er immer jede Bewegung komplett richtig sehen lässt. Also gewöhnt euch das ruhig an diese Distanz, die ich am Anfang erwähnt habe. Im Sinne von, ich darf nicht emotional dabei sein. Die kommt, wenn ich nicht investiert bin. Und ihr werdet es merken, wenn ihr lernt, mehr Pausen zu machen beim Traden. Nicht jeden Tag zu handeln. Auch mal Sachen einfach nur durchzugucken. Mal so eine Phase einfach nur anzugucken. Und einfach auf eine bestimmte Stelle zu warten. Ihr habt viel mehr am Monatsende hängen. Das ist einfach so. Ja, und dann handelt man hier so ein kleines Stückchen von da nach da, verdient dort Geld, handelt hier eine kleine Stelle von dort nach da, handelt Geld, handelt vielleicht hier die grüne Katze nach oben, Geld. Das ist immer noch besser wie, oh, ich sitze halt hier Short drinne und der läuft immer weiter hoch und läuft immer weiter hoch und ich schiebe den Stopp immer weiter und schiebe den Stopp immer weiter. Davon habe ich nichts gekonnt, außer mir Monate, wochenlang, tagelang Minuspositionen anzugucken. Da verdient man kein Geld mit. Na? Also in dem Sinne, ich merke das einfach an den Kommentaren nur immer. Das spiegelt mir eins zu eins wieder, was die Leute für Positionen drin haben. Das merke ich. Wirklich, das merke ich. Nach den Jahren, wie wir hier Trader betreuen, ich weiß, an wie jemand einen Kommentar schreibt, weiß ich ganz genau, was der gerade für eine Position drin hat und von wo. Ja, wie weit die schon im Minus ist oder welchen Depotsatz die drin hat. Das hört man, das sieht man selbst an anderen Ausrufezeichen. Aber gut, wir machen Analyse fertig. Wir haben jetzt drüber gesprochen hier unten und so weiter. Kritisch wird es natürlich in dem Moment, wo hier eine 800 nicht hält. Ne? Unter 800 ist ein bisschen Alarmsignal, weil das kann relativ zügig und das wird dann auch schneller. Also ich glaube auch, dass unter 880 das schneller geht, wie das jetzt hier zum Mittwoch runtergekommen ist, der wird es schneller machen. Der wird wahrscheinlich sogar in einer Stunde hier durchziehen halt, ne? Macht dann in einer Stunde das Ding da runter, und hier unten, das wird dann noch schneller. Dann werden die Kerzen auch auf M5 größer und in kleinen Zeiteinheiten größer. Und dann sind hier schnell auch 750, 650 erreichbar. Ne? Also das hier unten ist nicht Ende. Ich glaube, dass er von hier gut nach oben reagieren kann, auch von hier gut nach oben reagieren kann, aber hier unten ist nicht Ende. Ne? Das heißt, in dem Bereich darunter, wenn er da noch flach zur Seite macht, ja, oder auch hier unterhalb in dem Channel flach zur Seite macht und er fängt dann an nach unten zu schieben, Short rein. Weil das ist verlockend, dass der dann auf 27 oder 6,50 kommt. Ne? Nicht den Stopp dann hier reinwerfen oder hier reinwerfen, eng absichern, übers letzte hoch drüber, ne? Damit man in dem Fall, wenn er dann doch nach oben aufzieht, einfach einen kleinen Verlust nur realisiert, aber eben die schöne Chance nach oben wahrnehmen kann in dem Moment, wo er losrennt. Okay? Das soweit die Unterseite. Auf der Oberseite können wir eigentlich sagen, ist alles, was schon über 13,69 geht, eigentlich schon long. Ja, das würde dann darauf hinauslaufen, dass wir hier nochmal in die Eröffnungskerzen reinlaufen, um die 14,50. Und wenn der wieder im mittleren Bollinger Band steht, da lässt die Potenz grüßen halt. Ne? Da wird er uns allen zeigen, was für ein toller Hecht ist. Und also, ich würde echt sagen, also wenn der wieder über 14.000, über 13,89 ist, also über diesem alten Twicker wäre für mich eher ein Non-Kandidat dann, ganz ehrlich. Ne? Also ich könnte mir das vorstellen, dass wir hier so einen kleinen Bogen zum Morgen schlagen und dann runter. Aber wenn der hier wieder in der Zone ist, kriegt er von mir einfach wieder Wahrscheinlichkeitsvorteil auf der Oberseite. Ganz egal, ob euch das gefällt oder nicht. Aber wenn ihr meine Meinung hören wollt und ich euch versuche, das so neutral wie möglich zu beschreiben. Ich sehe, dass ein Dow Jones auf Allzeit hochläuft. Ich sehe, dass auch die Amerikaner sich grundsätzlich nicht dumm anstellen. Ich sehe das grundsätzlich gerade vom Gesamtmarktumfeld, dass es nirgendwo ist, dass man sagt, oh Gott, Katastrophe, was kommt da denn, ne? Und ich sehe, dass der DAX hier ein paar Punkte unterm Allzeithoch rumsteuert, in der Seitwärtsrange. Seitwärts ist für mich Stabilität, das ist Ruhe. Wenn ich sehe, dass er runterzug einfach es nicht geschissen kriegt, mal einen schönen Abwärtstrend zu stellen, sondern einfach nur korrektiv fällt. Korrektiv heißt, jedes neue Tief wird wieder gekauft und hochgepusht. Das ist korrektives Abklappen, das ist für mich kein Trend, das ist für mich nicht impulsiv. Und wenn er dann sowas auskontert nach oben, tut mir leid, dann muss ich dann wieder anfangen und von Long erzählen halt. Ne? Also, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu hoch, dass wir dann wieder hochlaufen, als dass ich mich dann hinstellen müsste und könnte und sagen würde, boah, das fällt jetzt alles in den Ruin rein. Ja, und von daher ist meine Grenze hier unten wirklich gering, weil das hier hätte schon gar nicht passieren dürfen, was ihr hier gemacht habt. Das ist peinlich. Das ist eine astreine Verkaufssignalvorlage gewesen, die ihr hier gehabt habt. Warum ist er nicht durchgefallen? Warum ist er nicht direkt auf 8,30 durchgefallen? Idiot halt, ne? Einfach. Also, das Verkaufssignal ist ja da. Ne? Wenn es nicht verwandelt, wenn Verkäufer ein Verkaufssignal nicht verwandelt kriegen, kann ich einem Markt keine Schwäche attestieren. Und deswegen würde ich in dem Moment, wo das vermasselt, wo jetzt einfach wieder oben raussteigt, das einfach dann als Stärke auslegen.
So, und das würde bedeuten, wieder rein in die 1450. Das würde bedeuten, wieder ran an die 14.100, 14.140. Okay, soweit die Betrachtung auf der Oberseite. Unten sind, denke ich, die Stellen klar. Ich hätte mehr persönliches Interesse auf der Unterseite zu agieren. Ne? Ich finde es recht attraktiv hier, die beiden Tiefs. Könnten wir das gut vorstellen, dass da ein Doppelboden kommt. Und würde es deswegen schade finden, wenn man dann hier agiert und dann kommt der Doppelboden und dann ist man schon, hat man sein ganzes Pulver schon verschossen. Das finde ich schade. Na? Heißt aber natürlich nicht, dass das kommen muss. Wir gucken mal, wie der asiatische Handel so reinkommt. Sollte der Dollar positiv sein und der DAX gerade mit einem deutlichen Aufwärtsgap über 13,89 reinkommen, oh, weiß ich nicht. Also dann würde ich eher sagen 14,50 und wieder 14,100. Na? Weil das ist noch, es ist einfach eine Seitwärtskorrektur, es ist ein Flatmuster. Also da muss mehr, wenn er unten raus will, wir können auch auf Tagesebene gucken. Guckt mal, wann haben wir die Jahresanalyse gemacht? Die ist jetzt schon 2 Monate alt. Da haben wir gesagt, 13.800, 14.100, das ist oben Knautschzone. Das ist oben Knautschzone. So, und da oben raus kann er sich Übertreibung aktivieren, kippt er aus der 13.800 unten raus, kann es böse werden. So, einmal sind wir schon rausgekippt, da sind wir hier bis auf die 13.300 zurück. Und rabbeldi-pabbeldi-papp hat er sich wieder reingezogen. Und sogar bis über die 14.100 dann. Es ist für mich nicht, es ist keine negative Chartlage. Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Ich verstehe, dass viele den tiefer wollen. Ich will ihn eigentlich auch am liebsten nochmal bei der 9.500 haben. Aber, nicht optimal. Also hier noch nicht. Das eher Gefahr, dass das sich wieder hochkappelt, einfach halt, ne, in dem Moment. Es wird dann unten raus, umso mehr Level unten brechen, umso geiler wird das. Und umso schöner laufen dann ja auch Shorts an. Ihr habt ja gesehen, wie beschissen das angelaufen ist halt, ne? Weil es doch so eine hohe Chartlage ist. Weil es noch so eine positive Chartlage ist und Leute halt tiefe Kurse einfach zum Einstieg nutzen. Da kaufen Leute, das hat man gesehen. Ne, weil die sich sagen, oh geil, günstig, greife ich doch nochmal zu halt, ne? Für die ist der Markt noch nicht gefährlich runter. Das ist das, was ich so die letzten Tage wiedergespiegelt habe. Die wären erst vorsichtig, wenn er hier dann unter 13.800 verschwindet. Die wären vorsichtig, wenn er unter 13.300 verschwindet. Dann sieht man sowas nicht mehr, dass ein Tief nach oben zuckt. Dann kommt ein neues Tief und puff, kommen nochmal 100 Punkte runter. Und dann ist so der Punkt, wo ich sage, hey komm, Shorts, rein, 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 muss halt, ne? Hier ist so für mich so der Punkt, wo ich sage, ich verstehe euch, aber wenn ich versuche neutral das zu bewerten, muss ich der Oberseite immer noch leichten Tendenzvorteil einfach einräumen. Okay? Das könnt ihr so hinnehmen oder nicht. Das ist eigentlich egal, aber es ist meine neutrale Meinung. Wenn ihr nicht hören wollt, müsst ihr vielleicht von solchen Analysen Abstand nehmen. Ja, weil das ist einfach es ist eine zweite Meinung, die ihr euch einhören könnt. Und ich bin nicht vorbelastet, ich bin nicht befangen, ich habe hier nichts drin. Ich profitiere weder davon, dass es hochgeht, versuche einfach nur neutral euch die Situation zu beschreiben. Gut, Freunde, ich mache dann hier das Ding zu. Ich wünsche euch viel Spaß zum Donnerstag. Ich fände es geil, wenn ihr uns einen geilen Boden unten stellt. Mal gucken, ob uns den Gefallen tut. So vom Abdrehen hier am Abend, verteidigen 13,69. Schaut nicht schlecht aus. Schaut nicht schlecht aus. Aber da wird viel, denke ich, schon mit der Eröffnung entschieden werden. Und wir gucken mal. Also, da hätte ich schon. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das schöner Boden von hier oder hier, dass der nach oben pusht. Ich glaube, das kann gut Spaß machen. Das können schöne, lange Kerzen werden. Und sowas tradet sich viel, viel geiler, wie dieses Rumgeschramme hier, was er jetzt zum Mittwoch abgeliefert hat halt. Das ist ja einfach so, ne? Also, wir machen hier zu. Ich wünsche euch was. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.